Hallo und willkommen, meine Freunde, zu einer neuen Spielevorstellung auf meinem Kanal. Und diesmal spielen wir Subsistence. Und Subsistence ist ein Spiel, das ist in der Alpha auf Steam. Es ist die Unreal Engine und es ist ein Ein- oder Zwei-Mann-Projekt. Ich bin mir gar nicht sicher. Das Spiel gibt es natürlich schon länger auf Steam. Kostet, glaube ich, 13,99 €. Gehört aber zu einer der härteren Survival-Games, die es da draußen auf Steam gibt. Und hier sind nicht Zombies das Problem, hier sind nicht irgendwie andere Spieler das Problem, sondern hier ist die Wildnis unser Problem. Wir können also erfrieren, wir können überhitzen, wir können uns Vergiftungen zuziehen, wir können, wenn wir was Falsches essen, halt wirkliche Lebensmittelvergiftung bekommen. Wir können von Bären gefressen werden, wir können von Wölfen gefressen werden und sämtlichen Kladderadatsch. Also hier ist wirklich die Wildnis unser Feind und hier heißt es wirklich überleben. Und wenn ich sage überleben, dann meine ich überleben. Ich habe mal eine Runde gespielt und da bin ich auf normal gestartet, aber das war schon bockschwer. Und jetzt gehe ich mal auf leicht zurück und mal schauen, ob ich das überlebe. Also normal war schon ziemlich hart und brutal brauchen wir gar nicht dran denken. Ja, es gibt aber nicht nur die Wildnis oder Obst und Gemüse, was man essen muss. Man muss im Übrigen auch auf seine Werte achten. Hat man genug Eiweiß, hat man genug Proteine und so weiter und so fort. Wie gesagt, das alles ist der Survival-Ex. Aspekt, man wird hier in die Welt geschmissen und hat sozusagen gar nichts und muss einfach überleben. Aber ihr seht es hier schon, ich habe den Haken drin. Neben dem Aspekt, dass wilde Tiere wie Wölfe oder Bären oder sonst was uns jagen können, gibt es auch KI-Jäger und diese KI-Jäger greifen von Zeit zu Zeit unsere Base an oder beziehungsweise greifen uns auch an. Das sind sozusagen auch Wilderer in den Bergen, die uns angreifen. Und die gilt es auch auszulöschen, beziehungsweise sich dagegen zu verteidigen. Und ich habe aber das Verhaltensmuster von dem mal umgestellt. Also es gibt hier Vergeltung und regelmäßige Überfälle. Ich habe jetzt nur Vergeltungsangriffe mal eingestellt, weil ich will das mal testen einfach mit euch. Dann gibt es hier verschiedene Monate, die man einstellen kann. Wir sind jetzt im März, das ist ziemlich früh im Jahr, das heißt, nachts wird es ziemlich kalt werden. Ich glaube, wir gehen am besten nochmal auf April zurück. Und wir können einstellen, wie lange, also Tag pro Jahr, wie lange das Jahr bestehen soll. Wir haben jetzt mal 120 Tage, dann ist die Ingame-Zeit etwas länger, bis dass der erste Schnee fällt und wir wirklich Klamotten uns gecraftet haben und so weiter und so fort. Ich setze mir selber zur Aufgabe, ich sag mal, 10 Tode lassen wir uns in diesem Survival-Game gefallen. Nach 10 Toten endet denn das angezockt hier, beziehungsweise das Let's Play. Und es liegt an mir, zu überleben oder nicht zu überleben. 10 ist eigentlich, schafft man, aber ich möchte es mal ohne zu sterben schaffen, aber das wird ziemlich, ziemlich schwer. Dann haben wir jetzt hier unten noch Tipps für den ersten Tag. Finde Vorräte und Pflanzenfasern. Fasern sind mitunter schwer zu sehen, wachsen aber überall. Meide Begegnungen mit Raubtieren, solange sie nicht unbedingt notwendig sind. Setze eine Basiskontrolleinheit für weitere Baupläne und einen Bauwegweiser ein. Ja, viel Erfolg. Das heißt also, wir gehen jetzt einfach ins Spiel rein. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Halt, stopp, was habe ich falsch gemacht? Achso, ich sollte hier drauf drücken. Ich hoffe, ihr seid mit dabei und freut euch jetzt, wenn ich richtig auf die Hucke bekomme. Wie gesagt, 13,99 € bei Steam. Es ist ein Ein- oder Zwei-Mann-Entwickler. Es sieht wenig aus, aber es hat verdammt viel Tiefe und Inhalt. Das werdet ihr aber alles noch im Laufe der Zeit mitbekommen. So, wir sind gespawnt in unserer Welt. Das ist im Übrigen die Unreal Engine. Wir gucken mal. Die Map ist eigentlich ziemlich, ziemlich groß. Seht ihr das hier?
Und ich versuche jetzt mal einen vernünftigen Spawn-Punkt zu bekommen. Hingegen bekommen wir die ganze Zeit die Aufforderung, eine Basiskontrolleinheit zu bauen. Wir schauen uns erstmal ein bisschen die Map an und laufen mal ein bisschen rum. Also die ersten Tage ist einfach nur laufen, gucken, dass wir Material zusammenbekommen. Und wir haben keine Base und kein gar nichts. Ne? Also das können wir komplett vergessen. Und dann werde ich euch wahrscheinlich immer ein bisschen so Zusammenschnitte machen von diesem Game. Denn es zieht sich unheimlich lange hin. Ihr seht, man muss wirklich genau schauen, welche Pflanzen... Oh, da läuft uns ein Tier, ne? Da läuft ein Hase, kriegen wir den? Ich glaube, der ist zu schnell. Aber hier ist eine Kiste. Auch hier, das ist so eine Sache. Lootet jede Kiste, die ihr findet. Denn da sind mitunter vernünftige Dinge drin, die ihr später zum Überleben braucht. Und wir sollten uns einen Platz suchen, meiner Meinung nach, am Wasser. Das wäre sinnvoll. Aber jetzt geht es erstmal weiter, Dinge zu finden, die uns hier in der Wildnis... Ich kann euch mal zeigen hier. Wir haben nichts an, wir sind nackt in die Welt geschmissen worden und wir werden daher also auch frieren und so. Ne? Solange wir noch keine Base gebaut haben, kommen auch noch keine anderen Jäger ins Spiel. Das heißt, somit können wir uns auch ein bisschen Zeit verschaffen, aber wir haben auch nicht so viel Zeit, sage ich mal. So, wir bekommen richtig viele Pfeile. Ich gucke nochmal auf meiner Map. Na, ich würde dann, glaube ich, eher nach Norden laufen wollen. In die Berge rein. Oh, was haben wir hier? Ein Zaun. Ist hier Ende der Map oder wie? Was ist hier? Scheint Map-Ende zu sein. Habe ich auch noch nicht so gesehen. Das Map-Ende. Also, wie gesagt, es gilt Pflanzenfasern zu finden, es gilt Holz mitzunehmen eigentlich, wobei Holz für mich jetzt noch nicht wichtig ist, aber wir müssen halt die erste Nacht überstehen. Ne? Ich laufe wieder falsch, ich wollte ja Richtung Nord, hatte ich doch gesagt, oder? Na, guck mal, ich laufe mal einfach den Zaun entlang. Ich bin hier noch nie gewesen. Die haben wohl die Map vergrößert. Und die ist jetzt auch größer geworden. Und schauen wir halt einfach mal, ne, was man hier so findet, was man bekommt und was man nicht bekommt. Für seine 13 Euro. Aber ich denke mal, es ist ein lohnenswertes Spiel. Mir hat es in den ersten Runden sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber wie gesagt, ich sag's nochmal, für Leute, die schnell gefrustet sind, das Spiel ist einfach bockschwer. Ne? Also vertut euch nicht, wie schwer das Spiel ist. Die Tiere und so sind nicht mal das Problem, sondern eher die Nahrungsbeschaffung, das Überleben in der Wildnis an sich, mit der Wildnis sich anzupassen, die Gesetze der Wildnis zu akzeptieren und so weiter und so fort. Ne? So, diese Bäume hier, die sind eigentlich cool, weil die geben einem immer, glaube ich, Larven, wenn mich nicht alles täuscht. Wir gucken mal. So, jetzt haben wir ein Holz, weil Holz brauchen wir eh. So, das müsste 4 Holz sein. Ja, seht ihr, jetzt haben wir da so eine Larve bekommen. Eine Baumlarve. Und diese Larve ist wichtig für uns. Damit können wir zum Beispiel angeln oder so. Da hinten ist nochmal so ein Baum. Dann können wir uns dort Dings holen. Oder wir bauen uns eine Fischreuse und können die damit bestücken. Und kriegen somit schon mal Fisch oder so. Ne?
So, wieder eine Larve, wunderbar. Was ist da hinten? Das ist eine Kiste, ne? Also, ich hatte das Spiel auf normal und du konntest keine 5 Meter laufen. Da hattest du überall schon Bären, Wölfe und was weiß ich was. Das war schon übertrieben und auf brutal möchte ich gar nicht wissen, wie das da funktioniert. Elche gibt es auch, die können wir jagen, aber wir haben ja jetzt noch nichts zum Jagen, von daher macht es keinen Sinn. Also wir haben wieder einen Bogen oder sonst was. Wir craften jetzt erst uns hier das Zeug langsam zusammen. Mein Gott, wie viel Schießpulver finde ich denn hier? Aber ich glaube, wir sind ja schon im guten Gebiet, aber hier müssten wir jetzt mal gucken, dass wir hier irgendwie eine Wasserfläche oder so finden. Das wäre natürlich noch idealer, wenn wir die finden würden. Und zack, da haben wir schon eine gefunden. Weil hier tümmeln sich Tiere, die hier trinken. Hier tümmelt sich eigentlich fast alles. Und der Vorteil hier an dem Wasser ist, das musste ich auch leidlich erkennen zu meinem Vorspiel, also zu meinem Spiel, das ich gestartet habe und darauf richtig auf die Mütze bekommen habe. Man sieht die Jäger kommen. Ne? Also ich bin mitten im Wald gewesen mit meiner letzten Base. Oh, das ist ein Hühnchen. Mal gucken, ob wir das bekommen. Gucken wir mal. Komm, gucken wir mal, ob wir es kriegen. Oh, das ist ein Bär. Das ist nicht so gut. Dann lassen wir das mal. Wenn er sich so aufbäumt, dann ist das kein gutes Zeichen. Ja, und dann suchen wir uns hier mal ein schönes Plätzchen raus, würde ich sagen. Wo wir denn wirklich unsere Base bauen können. Wie gesagt, im ersten Spiel habe ich sie richtig auf die Mütze bekommen. Hab noch nicht mal den ersten Tag überlebt. Ich hoffe, dass sich das hier jetzt ein bisschen ändert. Unser Anspruch für dieses Let's Play ist halt wirklich 10 Tode und dann ist vorbei. Ob wir es geschafft haben oder nicht, egal wie weit wir sind. Dann muss ich wieder neu anfangen. Aber es ist schon klasse, dass man hier wirklich so in die Wildnis reingeschmissen wird. Mit nichts an sozusagen auch noch und muss denn wirklich überleben. Ne? So, wir gehen mal den ganzen Fluss entlang. Oder See oder was auch immer das ist. Gibt es noch ein paar Kisten und so. Kann ich mir eigentlich schon einen Bogen craften? Das wär's. Wenn ich mir den Bogen schon craften könnte. Der war hier, ne? So, dafür brauche ich 5 solche Dinger. 1, 2, 3, 4, 5. Und ein bisschen Seile brauche ich. Gucken wir mal, ob wir das schon reicht. Wie viel Seile brauche ich? Ah, 6, das reicht nicht. Schade, dann hätte ich nämlich schon ein Hühnchen gehabt. Dann hätten wir schon ein Hühnchen zu rupfen gehabt. Aber wir sehen es. Oh, hier gibt es schöne neue Sachen. Wie gesagt, hier am Wasser ist meiner Meinung nach der idealste Platz. Aber ihr könnt natürlich bauen, wo ihr möchtet. Und hört mal an, wie schön sich das hier anhört. Hier gibt es bestimmt frischen Fisch zum Fangen und so weiter und so fort. Ja, also ich bin hier mit diesem Platz völlig zufrieden. Ich liebe es. Und da gucken wir mal, wie wir am besten unsere Base bauen. Wir müssen natürlich so bauen, dass wir... Oh, da ist eine Kiste wieder. Und ein scheiß Bär. Hau ab, du Bär. Wo war jetzt die blöde Kiste da? Wir können auch uns ransneaken.
Aber wir finden alles, nur nicht das, was wir brauchen. Ja, und das ist doch hier wirklich... Oh, das ist ein Hühnchen. Kann ich meinen Bogen schon bauen? Nein, immer noch nicht. Ja, ich würde sagen, wir bleiben auf jeden Fall hier. Also hier ist eine gute Stelle irgendwie zu bauen. Aber ich muss noch mehr looten. Nee, Büsche kann ich nicht nehmen, das ist schon mal okay. So eine Kiste. So, kriege ich jetzt meinen Bogen zusammen? Immer noch nicht. Kann ich hier was Neues? Ein noch. Ich wüsste nicht, wie ich sonst das Hühnchen bekommen soll. Das Hühnchen kriegt man so nicht, ne? Das ist schon hart. Ah, guck mal erstmal, dass wir ein paar Dings bekommen auch. Denn wir brauchen ja für die Nacht für unser Feuer. Wir haben ein Feuer nur. Ein Streichholz. Und damit müssen wir auskommen halt. Und ich liebe das Spiel. Oh, das ist schon wieder ein Schatzbär. Ihr seht halt, auch auf einfach gibt es hier verdammt viele Bären, ne? Und das ist eine Heilpflanze wieder. Oder irgendwas anderes. Da müssen wir mal direkt nachschauen. Was ist das? Eine Karotte. Auch nicht schlecht. Schon wieder ein Bär. Tja, wir müssen überleben, Freunde. Aber unser Essen sieht im Moment schlecht aus. Kann ich denn jetzt meinen blöden Bogen machen? Ich hatte da noch so ein Ding gefunden. Einer fehlt mir immer noch. Mann, Mann, Mann. Nochmal zwei hier solcher Dinger. Das wäre jetzt hier wieder eine Kiste. Auch nicht schlecht. Und viele Nägel. Und da können wir das machen. Endlich. Dann machen wir uns schnell einen Bogen. Wie viele Pfeile haben wir? 4 Stück. Tja, das wird hart. Man muss auch mit dem Bogen treffen, ne? Das ist im Übrigen noch ein anderes Ding. Also nicht nur, weil da jetzt mal eben ein Bogen ist oder so. Schaffen wir... oder wenn man einen Bogen hat, sag ich jetzt mal, ist es garantiert, dass man Essen hat? Nein, nein, man muss auch treffen, ne? Und das ist bei mir immer so eine Sache. Da können wir nach einer Fischreuse Ausschau halten, vielleicht. Da müssen wir mal gucken, was man dafür braucht. Aber erstmal Holz, Holz, Holz. Ich bin schon weg, Bär. Ich bin schon weg. Also hier ist jetzt gerade nicht so toll. Ich glaube, da hinten drauf wäre wirklich ein guter Platz zum Bauen. So, und hier die Fischreusen rein oder so. Das wäre echt schon... Puh. Das wäre genial, wäre das. So, wenn wir hier drauf bauen würden, ne? Hier unser Haus drauf bauen, das wäre doch absolut imba. So, komm, dann machen wir das. Dann ist das unser Plan, dass wir uns hier niederlassen.
So, ich würde gerne jetzt aber mal ein Dingens finden, ne? Ein Kaninchen oder sowas, das wir jagen können. Ich höre hier ein Hühnchen. Beziehungsweise kann ich nicht eine Fischreuse. Was brauche ich dafür? Na okay, da brauche ich auch wieder die Dings für, ne? Die Fasern. Lass uns mal gucken, ob wir noch Fasern kriegen, solange wie es hell ist. Werden wir uns hier einen Grundstock legen. Wobei mal, wir hätten auch hinten weiter am Wasser. Guck mal, da hinten ist doch schon wieder. Da möchte ich noch hin. Diese alten Bäume, die sind auch wichtig. Aber wir rennen jetzt noch viel. Also wir müssen auch gucken, dass wir ein bisschen Energie sparen, ne? Wir hätten auf dieser Seite da bleiben sollen. Man kann sich im Übrigen auch ein Bein brechen oder sonst was, ne? Also man sollte aufpassen, wo man hinspringt, wie man springt und so weiter und so fort, ne? Das ist also auch nicht ohne. So, da ist wieder so ein scheiß Bär. Der ist auch ziemlich hoch vom Level. Der macht uns instant platt, aber ich wollte zu dem einen Baum da. Auf dem Baum, auf dem wir zulaufen da. Da kriegen wir nämlich die Maden raus. Da haben wir den kleinen Wurm. Aber hier sind wenig Fasern, ne? Hier ist nochmal eine Faser, die wir mitnehmen könnten für eine Reuse. Oh, schön Hühnchen. Wo ist das Hühnchen? Wo ist das Hühnchen? Komm schon, mein kleines Hühnchen, wo bist du? Entschuldigung, ich habe dich doch gerade gehört. Wo bist du? Den Bär habe ich gesehen, aber wo war der jetzt nochmal? Wir müssen das Hühnchen einmal aufschrecken hier. Im Übrigen kann man hier auch selber Tiere züchten und so. Guck mal, da hinten beim Bär, da ist auch noch ein Hühnchen. Das gibt's da gar nicht. Will das Ding mich veräppeln? Oder höre ich das Hühnchen einfach nur so weit weg? Ich möchte nur eben hier diese Stoffe haben und dann bin ich wieder weg. Beziehungsweise wir bleiben ja hier. Umgehen den Bären, würde ich sagen. Ne? Können wir mal hier runter in die Ich laufe mal ein bisschen schneller. Ich weiß, dass da oben ein Häschen war. Ich habe es gerade gesehen, aber das ist mir an dem Bär zu gefährlich. Oh, das hier ist auch ein cooler... Ja, okay, weiß ich nicht, ob da ein cooler Platz ist.
Der könnte denn von oben schießen, der blöde Jäger, ne? Ja, so ein Elch, den bekommen wir nicht mit dem Ding hier. Das brauchen wir gar nicht versuchen, denn der hat zu viele Lebenspunkte. Der wird laufen gehen. Also der Bogen ist dafür jetzt nicht gerade präzisioniert, ne? Ich sammle ja immer... Da, das ist das, was wir wollen. Gucken, wo das Häschen hingehüpft ist. Da hinten ist es. So, da sollten wir es haben, oder? Jawohl, da haben wir es. Das erste Häschen für die Nacht. Ja, für noch eins würde ich mich freuen. Guck mal, hier ist ja wieder ein Baum. Ah, jetzt kriege ich schon Hunger, ne? Ja. Dann esse ich mal eben einen Apfel. Das ist natürlich Mist. Also die erste Nacht zu überleben ist ganz schön schwer, Freunde. Hiermit fällt und also steht und fällt das Projekt übrigens, ne? Hier im Wasser gibt es auch Pflanzen, die sind für uns sehr, sehr wichtig. Was für eine super Aussicht hier. Wir könnten mal hier runtertauchen. Da könnte ich mal gucken, ob ich hier... Es gibt hier so... Seetang oder so. Ja, wie nennt man das? Algen, glaube ich, ne? Die geben uns richtig viel Zeugs zurück. Aber die jetzt mal auf der Schnelle finden. Und da unten sehe ich was. Hier gibt es Perlen auch und so, ne? Aber da komme ich jetzt noch nicht hin. Da möchte ich jetzt noch nicht hin, weil wenn ich jetzt sterbe, verliere ich alles. Das finde ich ein bisschen gewagt, aber es wird jetzt dunkel auch. Schade, ich habe gedacht, ich käme so an Seetang rein. Ihr seht, ich bin jetzt nass und das ist nicht gerade gesund, ne? Boah, ist das hier super. Mann, wie toll sieht das hier aus. Und hier möchte ich bauen. Hier unsere Fischreusen rein und so. Ja doch, also hier bleiben wir definitiv. Die Frage ist nur, kriege ich jetzt hier noch ein Kaninchen oder sowas schnell noch? Zumindest für die Nacht, ne? Was wir auf jeden Fall noch machen können, ist uns noch Holz besorgen. Und da hinten ist wieder so ein Larvenbaum. So, sehr gut. So, dann gucken wir nochmal schnell, wo jetzt hier... ...ein paar Pflanzen sind oder so, aber hier scheint nichts zu sein, ne? Also ich möchte hier auf jeden Fall bauen. Also wirklich ein super toller Platz. Warum hier, erkläre ich euch jetzt auch. Von vorne, vom Wasser kann der... Jäger nicht kommen, der Hunter, der die KI, die kann nur von links auf rechts kommen. Und hier ist verdammt viel Platz, ich kann hier viel sehen. Und deswegen, gut, die könnten sich vielleicht hier hinter dem Stein hier verstecken oder so. Das wäre das einzige Manko, aber es gibt jetzt keinen hundertprozentigen sicheren Safe Spot oder so. Ne? Den gibt es halt nicht. So, noch ist ein bisschen hell, wir können noch weiter suchen. Aber ich bleib hier auf jeden Fall. Hier ist das, wo man bauen möchte. Guck mal hier, wie viel schönen... Also, wie viel Platz man hier hat und alles, ne?
So, jetzt wird's dunkel und gefährlich. Also gefährlich nicht, aber ja, man muss sich jetzt entscheiden, wo man bauen soll. Aber wir gehen da vorne an den Fluss hin. Ich nehme noch Holz für die Nacht mit. Wie gesagt, uns muss auch bewusst sein, dass wenn wir das Feuer jetzt anzünden, dass wir das nicht mehr ausbekommen. Ne? Also, wenn es ausgeht, brauchen wir wieder eine Kiste. Was mir allerdings ein bisschen missfällt, ist, ich finde wenig Kisten gerade im Moment. Aber das spielt jetzt mal keine Rolle. So, wir müssen uns um Lagerfeuer kümmern. Ein Lagerfeuer können wir craften. Seht ihr das? Zack. Dann machen wir mal eins. So, und die Fischreuse würde ich gerne machen. Machen wir 1, 2, 3, 4, 5, glaube ich, brauchen wir. Ne, 8 sogar. 6, 7, 8. Hier steht auch immer, was man machen soll. Tauwerkzeuge herziehen, stellen. Das machen wir jetzt auch mal. Weil die brauchen wir nämlich für die Fischreuse auch. Und dann hatten wir da schon mal Nahrung. Also wir haben jetzt Nahrung von dem Kaninchen. Da werden wir die Nacht mit überleben. Und wir haben zumindest Nahrung, wenn die Fischreuse funktionieren würde oder stehen würde, dass da Fische reinkommen. Ne? Da müssen wir mal schauen, wie das funktioniert. Ob ich die überhaupt hier reinstellen kann in den Fluss oder ob ich die tiefer setzen muss, das weiß ich nicht. Das sehen wir aber jetzt alles, wenn das Licht angeht. Aber jetzt wird es erstmal richtig dunkel, Freunde. So. Könnte ich die denn schon craften? So, was habe ich gesagt? Was wollte ich überhaupt machen? Ein Lagerfeuer habe ich gemacht. Okay. Das ist fertig. Das haben wir ja hier. Und die Reuse ist jetzt noch die Sache, ne, die wir machen wollen. Okay, dann machen wir die Reuse schnell noch. Bestücken die, dass wir vielleicht morgen früh einen neuen Fisch haben. Und ihr seht, wir haben 9 Grad im April. Ne? Also das ist nicht gerade warm. So, lass uns hoffen, dass die Reuse funktioniert. So, da haben wir die Fischreuse. Ne, die müssen wir jetzt erst noch craften. So, und es wird dunkel und ich muss jetzt mein Lagerfeuer, da geht's schon los, mein Lagerfeuer platzieren und das platziere ich jetzt auch zumindest mal hier. Und dann muss uns im Klaren sein, wenn es an ist, geht es nicht mehr aus. So, warte, die Reuse schnell, bevor es dunkel wird. Kann ich die hier drin platzieren oder eben nicht? Nee, ich muss sie tiefer platzieren. Schade. Dann gehen wir immer hier ins Wasser. Bei uns am Haus. Ja, ich weiß, jetzt kriege ich Damage. So, hier können wir sie platzieren. Gemacht, so, und jetzt Köder rein. Beködert, so. Dann gucken wir mal, dass wir da jetzt irgendwie was bekommen. Und jetzt muss ich mein Land suchen. Wo ist der Landstrich hier? So, jetzt sehen wir unser eigenes Land hier nicht mehr. So weit sind wir da gar nicht reingegangen, oder? Hier, nee. Hier, dann werden wir jetzt mal schnell